Gut. Ja, einen Gesandten brauchen wir auch irgendwann. Den kriegen wir mit 30 Punkten. Vasallen integrieren wäre eine Möglichkeit, um Belfast schneller zu integrieren. Das könnten wir tatsächlich sogar machen. 27 Runden noch. Das ist wesentlich länger, als wir hier brauchen. Hier haben wir 6,8. Und wir brauchen 58 was, ne? 57. Ja, das könnten wir tatsächlich machen. Gesandten, ich weiß nicht, bringt uns Gesandter was im Moment? Ich glaube nicht. Vasallen integrieren plus 5 Vasallen Integration. Aber 5 ist halt auch jetzt nicht so mega viel, ne? Dann hätten wir 28. Ah, es wird schon schneller gehen. Und eine Region mehr. Gut, da sollen wir zuerst Canterbury uns holen. Canterbury braucht halt 50 Punkte. Canterbury wäre eigentlich der bessere Deal. Canterbury bräuchte auch 57 Punkte. Ich glaube, das machen wir. Wir setzen unsere Diplomatiepunkte ein für Canterbury. Dann brauchen wir nämlich nur noch 39 Runden. Wenn wir das ein paar Mal machen, dann sind wir sogar schneller als Belfast und haben Canterbury zuerst. Das finde ich doch interessant, Canterbury zuerst zu holen. Und dann könnten wir auch nochmal einen Außenposten bauen, hierhin zum Beispiel. Hier ist nämlich auch Kohle. Das wäre auch nicht uninteressant. Da ist Cardiff halt leider sehr nah dran. Oder wir bauen hier einen Außenposten hin. Das wäre auch ein sehr guter Außenposten hier. Da hätten wir nämlich hier dieses Eisen. Oh ja, das wäre ein richtig guter Außenposten. Ich glaube, hier bauen wir einen Außenposten mal für Canterbury hin. Das werde ich mal machen. Okay, dafür brauchen wir Ingenieurspunkte. 29. 29 Ingenieurspunkte. Gut, brauchen wir noch was? Ich glaube, jetzt können wir die Runde beenden und dann schauen wir mal, wie schnell, beziehungsweise wir schauen mal, ob uns die Barbaren weiterhin angreifen, also die Aufständischen oder nicht. Bin gespannt. Zählen Sie zu den Barbaren oder zählen Sie nicht zu den Barbaren? Feindseligkeit erklärt wieder von Griechenland. Okay. Ich glaube ja. Ich glaube, sie zählen zu den Barbaren, oder? Wurden wir jetzt angegriffen oder nicht? Du kannst eine einfallende Armee. Ich glaube, wir wurden nicht angegriffen. Die sind hier runtermarschiert. Also, ich glaube, wir wurden nicht angegriffen. Wir können aber weiterhin angreifen, glaube ich, oder? Ja, wir können weiterhin angreifen. Ist auch ganz gut, weil wir müssen ja Punkte sammeln, Kriegsführungspunkte. Und dann kriegen wir, glaube ich, 5 oder 4 Kriegsführungspunkte pro Barbarenangriff. Das ist schon ganz gut. Sehr schön. Und vernichtet. Wunderbar. Dadurch haben wir Kriegsführungspunkte bekommen. Die Frage ist, wie viele waren es? Aber ich glaube, so 4 oder so. Wir können es ja nochmal gleich gucken, weil wir werden jetzt noch ein bisschen mehr angreifen. Hier zum Beispiel könnt ihr unten angreifen. Jawohl. Also jetzt haben wir 15. Mal schauen, wie viele wir gleich haben. Und den vernichtet haben, haben wir 18. 3 Punkte haben wir bekommen. Dann könnt ihr hier hochgehen. Ihr könnt hier hochgehen und die angreifen. Sehr schön. Das sind auch nochmal Spießträger. Die vernichten wir auch. Damit haben wir 21 Punkte. Sehr schön. Damit haben wir die 70 Punkte ja gleich wieder drin. Geht immer nach Süden. Sind wir mit China verfeindet? Ich glaube ja. Ja. Versuchen wir mal die Neutralität mit China herzustellen. Mit Griechenland auch. So, ihr geht. Ah, hier sind wir schon so weit nach Süden gefahren. Gut, dann fahren wir hier mal an der Küste entlang. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Dann haben wir hier noch eine Truppe, die könnte die angreifen. Spricht irgendwas dagegen? Das sind unsere Ritter, ne? Ja, greifen wir mal hier an. Ritter gegen Ritter. Okay, wir haben ihn leider nur vertrieben. Dafür kriegen wir auch Punkte. 4 Punkte haben wir da sogar bekommen. Ich glaube, weil die Armee einfach stärker war, gegen die wir da gekämpft haben. So, ihr könnt hier runter marschieren. Das finde ich ganz gut. Und die hier zum Beispiel angreifen. Machen wir doch. Versuchen wir Dortmund zu verteidigen gegen diesen Ritter. Ja, den Ritter haben wir vernichtet. Haben wir auch nochmal 3 Punkte bekommen. Und dann gibt es noch einen Hauptstadtangriff von München. Okay. Und dann nochmal einen Hauptstadtangriff von Belfast. Gut, 8 Punkte für zur nächsten Kultur. Hier könnten wir die Bauernhöfe verbessern, das brauchen wir aber theoretisch nicht. Die Müllentsorgung verbessern, eine Hygiene mehr wäre natürlich auch nicht schlecht. Kyoto braucht Hilfe, weil Kyoto braucht Nahrung. Und hier wird leider unsere Nahrungsfelder werden hier leider besetzt. Tja, gut, da schicken wir aber unseren Kahn hin, der ist ja hier schon unterwegs nach Norden. Das passt soweit. Ja. Ich glaube, die Gegner haben wir im
Ja, haben wir unter Kontrolle. Die sind jetzt weggezogen, weil sie können nicht mehr länger angreifen, weil die Barbaren ja nicht mehr feindlich sind. Das war schon die richtige Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Und es scheint auch für die Aufständischen zu gelten. Und das ist gut. Ich meine, München zählt hier trotzdem als belagert, weil die hier stehen. Okay, interessant. Gut. Die Erkundungspunkte gehen natürlich sehr langsam nach oben. Da haben wir nur 2 Punkte pro Runde. Bis wir da 52 haben, das dauert ja ewig. Wie schnell wird sich Leipzig von alleine ausbreiten? Dauert noch länger. Gottes Willen. Na gut, ist halt dann so. Nächste Runde. So, wie will Frankreich und China auf unseren Vorschlag reagieren? Eine Allianz vorgeschlagen von Brasilien. Da möchte ich erstmal gucken, wie die so drauf sind. Und von Rom. Griechenland hat es angenommen und Aztekenreich möchte Neutralität wiederherstellen. Das können wir machen. Und China hat es auch angenommen. Das ist schön. Das ist schön. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. Brasilien ist verfeindet mit China, Indien und mit Aztekenreich und ist verbündet, beziehungsweise zumindest freundlich mit Griechenland, wenn ich das richtig sehe. Unserem Freund Deutschland feindlich gesinnt. Ja, das könnten wir tatsächlich, Brasilien könnten wir tatsächlich was eingehen, würde ich sagen. Aber eine Allianz ist schon... Und Rom, wie schaut es mit Rom aus? Rom ist mit ganz vielen verfeindet und auch noch hier im Krieg. Also mit Rom werden wir keine Allianz machen, weil da sie mit Griechenland auch verfeindet sind. Das machen wir nicht. Schauen wir mal von Griechenland-Seite aus. Ja, Brasilien ist tatsächlich offene Grenzen. Also mit Brasilien verstehen sie sich ganz gut. Mit uns verstehen sie sich eigentlich auch ganz gut. 50 Pluspunkte. Religiöse Differenz können wir vielleicht demnächst ausmerzen. Kyoto ist befreit. Sind die weggezogen? Ja, die sind weggezogen tatsächlich. Der eine nach da und der andere nach darüber. Das ist gut. Hauptstadtangriff machen wir fest mit zuerst hier in München. Und da werde ich die Diplomatie mal machen. Was ist das hier? Brasilien Allianz. Allianz ist halt schwierig, ne? Ich glaube, eine Allianz möchten wir nicht machen. Wir werden keine Allianzen in diesem Spiel eingehen, weil wir ja alle anderen besiegen wollen. So, Kyoto ist inaktiv und München ist inaktiv. Da kümmern wir uns gleich drum. Die Punkte müssen wir noch einsetzen, das ist richtig. So, ihr vernichtet jetzt erstmal die. Diesen Ritter. Sehr schön, dann kriegen wir auch wieder Punkte, Kriegsführungspunkte. Dann haben wir hier eine Armee, die können hier angreifen. Den Spießträger hier bekämpfen und vernichten. Da haben wir noch mehr Punkte bekommen. Wunderbar. Wie stark ist die Armee? 143. Ja, wir könnten tatsächlich hier drüben angreifen. Das können wir aber auch mit denen machen. Ja, machen wir das lieber mit denen. Die sind stärker. Obwohl, halt, Moment. Ich sehe gerade, die sind ja schon ziemlich verletzt. Dann können wir es doch mit denen hier machen. Und das war es wahrscheinlich schon, ja. Ein einziger Katapult-Hieb. 44, wunderbar. Und mit denen können wir nämlich dann nach Norden gehen und uns um die hier kümmern. Machen wir das mal so und stellen uns hier hin. Und mit denen greifen wir dort an. Die sind ja auch schon verwundet, die Spießträger. Perfekt. So, dann haben wir 47 Punkte. Da ist unsere Burg. Hier für Ingenieurspunkte bekommen wir pro Runde 3. Dann müssen wir auch mal ausbauen, würde ich sagen. So, du gehst nach... Westen haben wir gesagt. Hier geht nach Süden. Und wie schaut es da unten mit unserem Speer aus? Der ist schon fast geheilt, aber das Problem ist, dass hier die hier. Ah ja, die greifen ja nicht mehr an. Die greifen ja nicht mehr an. Das ist, stimmt. Die greifen nicht mehr an. Hier ist ihre Siedlung. Das ist natürlich schon cool. Dann können wir hier mit unserem Khan mal weiter marschieren und Cardiff entsetzen. Sehr gut, den haben wir auch vernichtet. Dann haben wir 51 Kriegsführungspunkte und jetzt geht es darum, was macht München. Wehrturm, dadurch bekämen wir einen Kriegspunkt mehr. Und das ist natürlich in unserem Sinne. Aquädukt wäre aber, glaube ich, denke ich, das nächste, was wir brauchen. Wir haben hier auch Probleme mit Hygiene. Und dann vielleicht einen Platz. So, wir haben inzwischen plus 4 wieder. Sehr schön. Ich glaube, weil wir in München die Schatzkammer gebaut haben. Ne? In Kyoto bräuchten wir eventuell auch eine Schatzkammer, eine Bibliothek, ein Wehrturm, alles schöne Sachen. Eine Bibliothek wäre natürlich hier auch cool. Hier haben wir den Kornspeicher, sodass wir jetzt endlich mal schneller wachsen können. Das ist schön. Ein Feldlager für Kriegspunkte wäre gut. Ein Rad für Wissen wäre natürlich auch gut. Ein Tempel für Kultur und Wissen. Ich glaube, ein Tempel wäre gut. Wäre Kultur, finde ich toll. Stadtzentrum bringt uns
Regierungspunkte. Ja, doch, wir bauen jetzt erstmal hier ein Stadtzentrum hin. Das ist gut. Ein Regierungspunkt mehr, das ist natürlich schon cool. So, Krieger, ne, brauchen wir nicht. Passt. So, 60 Punkte. Was können wir als nächstes ausbauen? Wir könnten hier was bauen, sehe ich gerade. In Kyoto den Wald ausbauen. Das könnten wir machen. Der Bauernhof ist leider immer noch besetzt, aber den Wald können wir ausbauen. Das machen wir auch. Hier mit einer Försterei. Sehr schön. Dadurch ist Kyoto auch mehr Produktion. Und wir bekommen in 2 Runden schon unser Stadtzentrum, statt in 3 Runden. Das hat sich gelohnt. Dann können wir in München eventuell hier was ausbauen. Freising ist ja immer noch Stadtstufe 1. Da können wir noch nichts machen. Aber Erding ist Stadtstufe 2. Bis wir die Stadt erweitern können, brauchen wir 30 Punkte. Aber vorher möchte ich gerne den Ingenieur hier haben. Also Ingenieurspunkte wäre schon cool, wenn wir die bald mal hätten. In München was ausbauen, bringt nichts, ne? Nee. In München haben wir keinen freien Bewohner, damit wir da irgendwas vernünftig ausbauen können. Klar, wir könnten in München zumindest einen Müllhaufen bauen. Da oben in das neue Gebiet zum Beispiel rein. Das wäre eine Möglichkeit. So, in Leipzig haben wir da einen freien Bürger. Ja, da haben wir tatsächlich freie Bürger. In Leipzig könnten wir zum Beispiel hier eine weitere Mine bauen. Oder hier unten nochmal eine Försterei. Das wäre gar nicht schlecht. Aber ich glaube, ich baue erstmal hier oben die Mine. Steinbruch wäre auch cool für Kalkstein. Kupfer oder Kalkstein. Kalkstein, das kann man auch zu Kunst dann machen. Wir haben hier schon viel Kupfer, ne? Wir haben hier Eisen. 2 Eisen sogar. Cool. Eisen und Kupfer haben wir hier schon sehr viel. Ich glaube, ich brauche hier mal einen Steinbruch. Einfach Abwechslung halber. Und dann bauen wir hier noch die Försterei. So, was macht jetzt Leipzig? Leipzig braucht wirklich ganz, ganz dringend das Aquädukt. Aber in einer Runde kommt es ja schon. Das ist okay. Hier haben wir einen Steinbruch. Da müssen wir mal gucken, was wir mit dem Stein jetzt dann anfangen können. Dafür brauchen wir aber vorher bitte Platz. Was können wir denn mit dem Stein machen? Stein, Stein, Stein. Hier, Steinmetz. Der Steinmetz verwandelt einen Kalkstein in einen Steinblock und das wäre 5 Produktionen. Da gibt es auch einen Ingenieurspunkt dazu. Das wäre natürlich cool. Hätten wir jetzt ein Kupfer gewonnen, dann hätten wir stattdessen den Brennofen. Nee, den Brennofen nicht. Ich finde gar nicht. Haben wir das noch nicht erforscht? Ich glaube, das haben wir noch nicht erforscht. Das ist ja ein Skandal. Müssen wir in der nächsten Runde mal gucken, wenn wir die Forschung hier uns anschauen. Dann haben wir das tatsächlich noch nicht erforscht. Der Ofen, der macht Mehl, das ist Quatsch. Schriftgelehrter baut, macht Papier. Also verwandelt das Papier in Manuskripte. Das ist ja wirklich ein Skandal. Wie schaut es denn hier aus? Heimische Exporte gibt es nicht. Okay. Gibt es irgendeine Stadt, die was braucht? Ich glaube ja, ihr bräuchtet was, ne? Ihr bräuchtet Trauben oder Reis. Und Leipzig hat doch Reis, oder? Ja, Leipzig könnte den Reis verschicken. Weil Nahrung. Na gut, wir brauchen eigentlich in Leipzig auch Nahrung, das stimmt schon. Aber ich glaube, ich werde trotzdem mal den Reis verschicken. Und zwar, wer braucht den Reis? Kyoto. Kyoto braucht den Reis. Ja, Kyoto braucht den Reis. Also schicken wir mal den Reis nach Kyoto. Reis hier, genau, nach Kyoto. So, Reis nach Kyoto. Damit haben wir jetzt einen Reis zu wenig. Am Essen hat das aber leider irgendwie gar nichts geändert. Ja, ja, stimmt, Reis wird ja zu Geld gemacht. Stimmt, deswegen verändert das am Essen nichts, das ist gut. Und Kyoto hat dafür ein Reis mehr und stellt dadurch ein Wein mehr her und dadurch bekommen wir eine Kultur mehr. Das ist, denke ich, schon ganz ein cooler Deal gewesen. So, da muss man immer mal wieder aufpassen, ob man da so Ketten machen kann. So, hier könnten wir auch tatsächlich auch noch was bauen. Auch nochmal einen Förster in Leipzig. Da hätten wir sogar schon den nächsten Förster. Ja, das ändert jetzt natürlich nichts daran, dass es hier in eine Runde kommt, weil das ist ja eh schon in einer Runde gewesen. Aber wir haben die Punkte ganz gut eingesetzt, denke ich. Gut. Passt. Was wollten wir in Leipzig nochmal bauen? Da wollten wir einen Steinmetz bauen, ja. Wir haben nur leider keinen Platz für einen Steinmetz. Tja. Die ganzen Gebirge hier sind ein bisschen nervig in Leipzig. So, hier wird Indien angegriffen. China warnt uns, weil unsere Streitkräfte zu nah an ihrer Grenze sind.
dann können hier unsere Ritter angreifen. Die Frage ist, ich glaube, ich greife erstmal hier an. Diese kleinere Armee. Diese Spießträger. Ja, die haben wir jetzt vertrieben. Nicht optimal, aber gut, ist okay. Und dann können wir hier mit unserem Khan dort angreifen. Wir haben 61 Kriegsführungspunkte. Die haben wir vernichtet. Dadurch haben wir 65 Punkte. Sehr schön. Die können dann mal hier runterkommen. Ihr greift mal hier an. Und jetzt werde ich das mal machen, dass ich Steuerung drücke. Das müsste eigentlich dann bedeuten, dass wir uns nicht bewegen und auf der Straße stehen bleiben. So, die haben wir vertrieben und bleiben hier stehen. Ja, das ist tatsächlich korrekt. Mit denen hätte ich dann doch hier oben bleiben sollen, damit wir die auch noch angreifen können. Aber das habe ich jetzt versaut, indem ich mich mit denen zuerst bewegt habe. Nicht gut, keine gute Idee gewesen. So, es sind hier noch Gegner. Da sind keine Gegner mehr. Und dann kommen wir mit denen. Hier unten ist ein Militärlager, ne? Können wir das eventuell angreifen? Ah, hier sind noch Gegner. Okay. Gut. Und ihr könnt auch hier runterkommen. Ihr geht nach Westen. Wunderbar. Und jetzt können wir gleich die nächste Technologie wählen. Werden wir mal machen. Wir haben die Berufsarmee. Haben dadurch Spießträger, Langschwertkämpfer. Die Kaserne, die uns nochmal einen Kriegspunkt bringt, beziehungsweise 20 Kampferfahrung mehr. Und das Waffenlager, das auch noch ein Kriegs-EP bringt. Und wir können die Armeen vergrößern, das ist gut. Während Waffen immer ausgefeilter und tödlicher wurden, benötigten Kampftruppen immer bessere Organisation und Ausbildung. Aus dieser Notwendigkeit heraus entstand die Berufsarmee, eine Truppe aus Berufssoldaten, die gut ausgebildet und darauf spezialisiert waren, militärisch möglichst effektiv eingesetzt zu werden. Sehr schön, damit haben wir jetzt hier die Berufsarmee. Ich schaue mal gerade im alten Zeitalter. Also da haben wir alles schon erforscht. Ja, die Verhüttung fehlt uns tatsächlich und deswegen haben wir den Werkzeugschmied und den Schmelzofen nicht. Der Schmelzofen würde auch ein Kupfer in einen Barren verwandeln, auch für 5 Produktion, würde uns aber keinen Ingenieurspunkt bringen, was uns der Steinmetz aber bringt. Wo ist denn der Steinmetz? Ist der hier? Der müsste hier, glaube ich, sein, ne? Ja, der Steinmetz bringt uns nämlich einen Ingenieurspunkt. Der hier nicht, aber der Vorteil ist wahrscheinlich, dass wir dann mit dem Barren mehr machen können. Und mit dem Steinblock können wir halt wahrscheinlich nicht so viel machen, schätze ich mal. Gut, was wäre dann als nächstes sinnvoll? Das Katapult wäre sinnvoll, weil wir ja wieder weiter Krieg führen wollen. Ein Kolosseum für Unruheunterdrückung brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Hier, Kalkstein in eine Statue, das wäre dann Kunst. Da würden wir bei der Arbeit auch eine Kultur bekommen, eine Bildhauerwerkstatt. Das fände ich eigentlich auch ganz interessant. Bei Maschinen bekommen wir eine Werkhalle und das bessere Holzfällerlager. Hier haben wir die Möglichkeit, Wissen zu produzieren. Und bekämen die Uni und den Geheimrat. Ja, schon cool. Feudalismus. Zeitalter der Entdeckungen bräuchten wir viele Anlegeplätze. Aber wahrscheinlich wird sowieso Griechenland sich vorher hier einmischen. Krisen, Zeitalter der Intoleranz. Ich glaube, das geht darum, wenn man keine Religion hat, also wenn man nicht genug religiöse Unterstützung hat für seine Bevölkerung. Und Zeitalter der Eroberungen. Da bräuchte man 150% Macht, wir haben 104%, was schon mal nicht schlecht ist, aber halt noch nicht 150. Gut, da werde ich jetzt definitiv erstmal den Bau machen, damit wir die Katapulte errichten können. So, Leipzig ist inaktiv. In Leipzig könnten wir ja eine Galeere, Stadtwache und so weiter machen, aber ich denke mal, das Schatzhaus kommt jetzt in Leipzig. 117% für Hygiene ist okay, es kommt mal das Schatzhaus. Gut. So, gibt es noch irgendwas zu tun, bevor ich jetzt gleich in die Aufnahmepause gehe? Wir haben hier 69 Kriegsführungspunkte. Da wollte ich schauen, ob wir die Armeen upgraden können. Können wir tatsächlich für 19 Punkte zu Spießträgern den Speerträger zu Spießträgern aufwerten. Können wir machen. Können wir theoretisch machen, ja. Das Katapult aufwerten geht hier noch nicht. Hier können wir nichts aufwerten. Also so viel können wir gar nicht aufwerten, merke ich gerade. Können hier 2 aufwerten und hier keinen. Und hier glaube ich auch niemanden, nein. Es ist gar nicht so viel, was wir hier aufwerten können. Ich gehe mal kurz die Armeen durch. Also das war die Armee, jawohl, die wir aufwerten können. Da können wir nichts machen. Wir können nur diese eine Armee aufwerten, sehe ich gerade. Okay. Ja, das wären jetzt 38 Punkte, die wir da nutzen müssen, ne? Sollen wir es jetzt schon machen? Sollen wir es irgendwann anders machen?
Ich glaube, wir machen es dann anders. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier den Caching mir holen, einfach weil mich interessiert, wie das funktioniert. Und es wird wahrscheinlich auch, denke ich mal, Kriegsführungspunkte kosten, dann die neuen Bogenschützen hier zu erzeugen, denke ich mal. Gut, müssen wir sonst noch irgendwas bedenken? Diplomatiepunkte haben wir leider nur 7. Ich muss mal schauen, wie wir mehr Ingenieurspunkte bekommen. Ich glaube, das kann man hier, also kann man hier machen, indem man zum Beispiel in München auf diesen roten Button hier klickt. Und dann könnte man hier auf Ingenieurspunkte klicken und dann sehen wir, ein Steinmetz, eine Sägegrube würde Stämme in Bauholz verwandeln und auch Ingenieurspunkte bringen. Das ist in München eigentlich schon eine gute Sache. Ich glaube, eine Sägegrube sollte man in München mal bauen. Und der Brennofen, der würde Lehm verwandeln. Genau, und das Arbeitslager, das haben wir aber schon. Also eine Sägegrube wäre interessant für 3 Stämme. Wie viel haben wir denn in München da? In München haben wir 4 Stämme. Das würde sich also tatsächlich lohnen und ein Lehm. In München hätten wir auch Platz, hier zum Beispiel. Ja, machen wir das doch. Also eine Sägegrube, die ist hier. Die kostet uns 17 Verbesserungspunkte. Bauen wir mal hier hin. Problem ist nur, dass wir in München keinen Bürger haben, der da hingeht. Ne? Dafür haben wir jetzt die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen. Aber es ist schon okay. Also die Sägegrube produziert jetzt einen Ingenieurspunkt mehr. Und 3 Stämme in 3 Bauholz. Die Stämme bringen uns 2 Produktionen. Das Bauholz bringt uns 4 Produktionen. Also wir haben jetzt sozusagen 6 Produktionen mehr dadurch. Also dieser eine Bürger hier, den wir hier jetzt drin haben, den wir hier verloren haben, den wir aber dafür hier drin haben, den werde ich auch gleich mal hier festsetzen, der bringt uns jetzt, ein Bürger bringt uns jetzt 6 Produktionen mehr und einen Ingenieurspunkt mehr. Das ist schon cool. Ingenieurspunkte bekommen wir jetzt 4, glaube ich, oder? Ja, 4 pro Runde, das ist cool. Da haben wir 7 pro Runde. Das ist die Frage, können wir hier was machen? Wohnraumverbesserung? Ja, das könnten wir theoretisch machen, weil es dauert noch, bis Canterbury und Belfast kommen. 24 Runden hier und 36 Runden hier. Also da können wir ruhig die Punkte hier einsetzen. Palast erbauen. Haben wir schon gemacht, ne? Haben wir schon gemacht, deswegen können wir das nicht machen. Den kann man nur einmal bauen. Siedler brauchen wir nicht. Ja, können wir machen. Wir können zum Beispiel hier diese Hygiene verbessern. Haben wir denn eine Müllentsorgung irgendwo gebaut? Ich glaube, in München haben wir eine gebaut. Oder haben wir da keine gebaut? Ich glaube, in München haben wir tatsächlich noch keine gebaut, weil wir da hier das Aquädukt bauen. Ich glaube, in München haben wir keine. Und in Leipzig haben wir eh keine, weil wir hier keinen Platz haben. Da haben wir das auch über das Aquädukt gemacht. Wie schaut es mit Kyoto eigentlich aus? In Kyoto brauchen wir im Moment nur Nahrung. Kyoto ist da noch sehr zurückhaltend, was die Forderungen angeht. Aber auch in Kyoto müssen wir bald mal ein Haus bauen. Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Hier wäre eine Möglichkeit. Ja, das kommt auch bald, das Feld. Der Rest ist ja leider Wald. Wald oder Wasser. Also da wird es schwierig mit Häusern. Wir können natürlich die Bauernhöfe überbauen. Das werden wir wahrscheinlich auch machen müssen. Ja, ist auch gar nicht so schlecht, weil wir können hier dann in Fische gehen und wir können hier in die Oliven gehen. Dann müssen wir diese Bauernhöfe hier überbauen mit Häusern. Oder zumindest ein Haus bauen. Gut, sehr schön. Mit Canterbury würde ich mich ja gerne hier... Ne, hier haben wir gesagt, hier ausbreiten, indem ich hier einen Außenposten hinbaue. Für Canterbury. Richtig, das wollen wir machen. Das muss ich mir merken. Für die nächste Runde. Dafür brauchen wir dann aber wiederum Ingenieurspunkte 29. Da wir jetzt aber ein bisschen mehr Ingenieurspunkte bekommen, ist das doch eine ganz gute Sache. Ja, das war's jetzt erstmal für diese Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann schaut vorbei in der nächsten Folge Millennia, wenn wir uns eventuell, ich verrate es euch schon mal, in Richtung Indien wenden und unseren Krieg weiterführen. Dann müssen wir vielleicht auch mal dieses Gebiet da hinten erkunden. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Ja, wir sehen uns dann. Macht's gut. Valete!